Und wir kommen damit zurück zum Vermächtnis der Insel. Auf geht es ins dritte Kapitel, also weiter geht es. Ja, wir waren hier stehen geblieben in diesem antiken Tempel und dort werden wir jetzt auch wieder nach ein paar Gegenständen suchen, nämlich 12 wieder an der Zahl, und zwar Hirsch, Schlange, Apfel, ein Handgriff, Erbsen, ein Zwicker, Blattanhänger, Sonnenblume, Eimer, Gefäß, ein Hund und ein Pilz. Der Pilz ist schon wieder so blau untermalt. Aber wir schauen. Ja, das hier vielleicht. Das würde ich als Handgriff gewertet. Schade. Ist das hier? Das ist auf jeden Fall schon mal. Was soll ich jetzt mit der Hals machen? Schatztruhe rein. Nee. Nicht, das ist ein Schlüssel. Aber einen Schlüssel braucht man nicht. Schade. Braucht man leider nicht. Was ist das für ein Fehler? Was ist das denn? Nee, das hier ist so ein Blumen, aber auch schon mal. Frosch brauchen wir nicht. So ein Plastiker. Was ist das hier? Was ist das? Ach, das ist der Blatter. Ah, hier können wir wieder was bekommen. Das hier, ja, das wird das Buch dahinter sein. Steintafel. Das hier sieht aus wie ein Messer. Das da oben vielleicht. Was ist das? Ui, das ist ja klein. Das muss die Ampel sein. Ja, das ist klar, das ist das Schiff. Das sieht aus wie ein Wurm. Und der Pilz, ja genau, der war ja unterlegt, den haben wir gesucht. Sehr gut, dann haben wir den Pilz. Gut, warum blitzert das hier eigentlich? Du musst IT-Symbol finden und den knacken. Achso, wir haben ja schon zwei. Das müsste D sein. Ja, wahrscheinlich brauchen wir auch noch den letzten. Was ist das hier? Der Apfel. Ja, das war der Handgriff. Genau. Sehr schön. Eine Axt haben wir nicht. Eine Axt brauchen wir nicht hier. Alter, was ist das für ein Globus? Dieser Götze mag Schmuck und offenbar sein Geheimnis erst, wenn er geschlagen wird. Okay, Schmuck, denn. Legen wir mal die Kette um. Das war der Zwicker, okay, gut. Vielleicht muss ich eine Truhe drin. Okay. Schlange hier. Oder? Doch, ja. Eine Schlange. Ach, hier. Ja, sehr übersehen hier das größte Gegenstein, den Eimer. So, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Hirsch, Erbsen, Gefäß. Geht das als Gefäß durch? Oder das hier allgemein? Das geht nicht als Gefäß durch, oder das da? Das da hinten? Ja, Gefäß ist auch mal so. Das war ja wie mit der Melone, weil Melone ja auch gut ist. Deswegen ist das ja immer so klar, was man da. Salatenplatz. Das sind die Erbsen. Tatsächlich.
So, Hirsch, Gefäß. Wäre auch mal interessant. Ist der wuff, 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 wuff. Der Leon. Was ist das denn? Schlagen. Donk. Nochmal. Ach, nochmal. Oh, okay. Ja, da haben wir dann den Hirsch. Okay, Gefäß und Hund suchen wir noch. Achso, das ist Gefäß. Okay, jetzt fehlt nur noch der Hund. Jetzt die Frage, wo ist ein Hund? Der beste Freund des Menschen. Das sieht nicht aus wie Hund. Aber Hund sollte eigentlich nicht so schwer sein. Eigentlich, das ist kein Hund. Wo ist der hier irgendwo zwischen? Ach hier, ja genau, da. Okay, dann hätten wir das. Also, jetzt können wir einsetzen. Das müsste der sein. Das ist der. Und das ist der. Sehr gut. Was passiert jetzt? Ah, Animation. Ah, schön hier festlich. Jetzt geht erstmal das schöne Ding auf. Wunderbar. Und können wir da jetzt eintreten? Jawohl, jetzt sind wir im Tempel drinne. Kann man sagen. Und hier suchen wir auch wieder ein paar Dinge. Katze, Stiefel. Schon wieder ein Stiefel. Die haben es auch mit ihren Stiefeln hier, das gibt's ja gar nicht. Chamäleon, Muschel, Dreisack, Perle, Ketten, Perlekette, Federschriftrolle, Bücherstapel, Korb, Anhänger und Affe. Und zwar drei Stück, so wie es aussieht. So, und sehe ich doch schon ein. Ach, sind das hier diese... Ach, das sind doch hier, glaube ich, diese Affen... Die hat, glaube ich, sogar mein Opa diese Affen. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich spreche nicht. Wie heißen. Das ist ja interessant. So, hier ist auf jeden Fall der Stiefel. Ja, das ist ein deutlicher Stiefel. Da müssen wir nicht Schlangen haben. Aber hier sind nur Bücher. Genau, Bücher. Was ist das da hinten? Sieht auch so aus, als ob man hier irgendwas einsetzen kann. Ist man hier ein Korb? Ja, der Korb. Ach, da ist auch noch ein Affe gewesen. Okay, gut. Sehr schön. Schriftrolle das. Jawohl. Achso, das ist ein Anhänger. Was ist das denn hier überhaupt? Wenn nichts ist. Was ist das hier? Jan hier? Ah, da ist das Chamäleon. Ich war nämlich gerade schon auf der Suche. Wo hat sich das Chamäleon versteckt? Das hier ist wahrscheinlich die Katze, oder? Ja. Okay, Muschel, Dreizack, Perlenkette, Feder. Ich muss noch Dreizack. Ja. Sehr schön. Perke, das kann natürlich auch wieder unterschiedlich sein. Das ist ja immer so eine Sache, wie das aussieht. Da ist es ja. Schauen wir mal. Was ist denn hier noch? Oh, Kaktus. Achso, das wird als Fehler. Sehr schön. Muschel und Perlen. Schnecke. Muschel, okay, gut. Ja, bleibt nur noch die Perlenkette übrig. Ja, guter Rat ist da teuer. Beim letzten ist ja immer ein bisschen schwierig. Wo diese Perlenkette liegen soll.
Das hier ist übrigens, da kann man sich so Hilfe. Ich soll jetzt natürlich mal wieder ganz genau gucken, wo hier eine Perle könnte. Deswegen bewege ich mich hier gerade jetzt nicht, weil ich mich nicht schaue. Da kriegt man seine Augen teilweise, wenn man da so konzentriert von den Windeln hängt. Ach, hier ist er, oder? Ja. Perlenkette, sehr gut. Jetzt haben wir die drei Affen. Was sollen wir damit machen? Das Dschungelvolk bewacht den Eingang. Platziert die Wachposition. Ach so, hier auf den Dingern. Okay. Er hier. Der hier. Ja. Dort. Akzeptiert. Ist das so in Ordnung? Jawohl. Sehr schön. Dann können wir jetzt weitermachen. Mit einer Ananas. Mit einer Muschel. Mit Pilzen. Mit einer Wassermelone. Mit einer Maus. Mit einem Schild. Mit einem Stern. Armband. Fackel. Krebs. Fächer. Und einem Sandwurm. Oh, schau mal, jetzt sind wir mehr im Tempel drin, kann ich einfach sagen. Dann schauen wir jetzt mal, was wir haben. Hier haben wir wieder sehr viel Schmuck. Das ist das Fächer, ja. Hier ist wieder so ein Anker. Krebs, Sanduhr. Maske, oder? Nee, Maske haben wir nicht. Das ist irgendwie so verwirrend, weil manchmal, Moment mal, hier ist mal die Fackel, ganz klar. So. Ananas. Sehr gut, hier ist wieder so ein komischer Apfel. Kerzenstimme. Was ist das denn hier? Ja, ein Schild. Ja, manchmal hilft es einfach nur irgendwo mal links drauf rumklicken. So ein Schädel hier. Vorgänger oder Vorgängerin. Ah, da ein Stern. Woll. Wassermelone. Muschel, Maus, Arm. Hier Muschel. Maus und ein Arm. Ach, hier Maus. Maus. Und jetzt hier. Hier muss. Ist das hier kein Armband? Das da, oder? Das wird nicht als Armband durchgegeben. Schade. Ich kann ja jetzt euch auch mal zeigen, was passiert, wenn man hier draufklickt. Wenn man... Achso, genau. Da hat es jetzt hier so gemacht. Jetzt läuft hier so eine Zeituhr ab und wenn die wieder hier ankommen ist, kann man den nächsten Hinweis geben. Und wir haben jetzt gerade hier so bekommen, also müsste das Armband sein. Genau. Ja, ich wollte es nur mal vorgeführt haben. Weil ich wusste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo es ist. Okay, jetzt hat sich da irgendwas erhoben. Benutze die Rohre, um die Öffnung auf der linken Seite mit einer auf der gegenüberliegenden Seite zu verbinden und stell dadurch den Wasserzufluss wieder her. Also ist es scheinbar jetzt egal mit welcher, oder? Also hier ist jetzt die Quelle und wir sollen mit einer von den... Genau. Ja. Okay, dann schauen wir. Ach, das ist schon wieder so ein Schiebeding.
Die sind so geraden Teile. Also wenn, dann würde ich natürlich am liebsten natürlich mit dem verbinden, ne? Aber ja, man weiß ja nie. Das optimiert. So. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Taktik wirklich aufgeht. Prinzip das simpelste von allen. Tatsächlich, das würde. Es geht sogar wahrscheinlich auf. Ja, so. Ja! Die simpelste Variante von allen. Ja, sehr gut. Okay, dann können wir uns das jetzt schnappen. Das ist doch, glaube ich. Ja, genau, das Teil, was hier reinkommt, wo ich auch noch gesagt hatte, irgendwas muss in die Aussparung gelegt werden. Dann legen wir das doch mal rein. Okay, du musst dich als würdig erweisen, um den heiligen Platz zu betreten. Löse das Rätsel. Okay. Ach, du liebes bisschen, nee. Ich weiß, glaube ich, was zu tun ist. Aber jetzt muss man erstmal überlegen. Das sind die Sternzeichen, die soll man wahrscheinlich zuordnen zu Feuer, Luft, Pflanze und Wasser. Wo ist Fisch? Okay, Fisch kann ich schon mal ganz klar zu Wasser zuholen. Oh, das ist sogar fest, also. Schau mal, Alter, das ist Schütze. Jetzt natürlich die Frage, was ist was hier? Also Wassermann auf jeden Fall, ja genau.